Welche Gruppierung hat Hadithe, die man wirklich historisch zurückverfolgen kann? Das heißt Überlieferungsketten. Und das gibt es nirgendwo wie im Islam. Guck mal, 99% der geschichtlichen Ereignisse wären nach islamischem Maßstab daif. Schwach. Und das, da kommen dann Leute, die sich mit der Islamwissenschaft nicht richtig auskennen. Orientalisten haben darüber Bücher geschrieben. Und das ist zum Beispiel das Problem auch beim Christentum. Es gibt keine Überlieferungsketten. Lukas schreibt im Lukas-Evangelium, schon viele haben es versucht, das, was sich unter uns ereignet hat, der Reihe nach aufzuschreiben. So habe auch ich, auch lieber Theophilus, mich entschlossen, es der Reihe nach nachzugehen, nach den besten Textzeugen. Wer sind die Zeugen denn? Alles seine Helden. Wird nicht erwähnt, ist alles unbekannt, alles daif. Die ganze Bibel wäre schwach nach islamischem Maßstab. Beim Islam, beim Koran zum Beispiel, ist es noch krasser. Da gibt es viele Leute, die haben eine Überlieferungskette. Das heißt, der Lehrer, der Lehrer, der Lehrer, die kriegen so eine Kette mit Namen: Mohammed, Jibril, Allah Azza wa Jal. Überlieferungskette bis zu Allah.